So, da sind wir wieder. Jetzt mit Timo Hut und Corona. Oh, jetzt haben wir eine Schleichwerbung gemacht, aber das ist, glaube ich, auf YouTube ist es, glaube ich, erlaubt. Muss man zensieren und uns rauspiepen. Aber. Ja, Corona trinkt Corona. Das fällt mir jetzt gerade so auf. Der ja. Name oder was? Nee, der Name, der kam. Der Name kam von was ganz anderem. Der Name war eher eine Verwechslung mit einem YouTube. Nee, wie heißt das? Unreal Tournament-Charakter. Ich dachte, der hieß Corona, aber hieß Corrosion. Naja, mein Gott. Ja, und daher kann ich verstehen. Ja, weil. Alles klar. Die schreibt man mit Doppel-R und. Richtig, genau. Deswegen schreibt man mich auch mit Doppel-R. Ich habe erst viel später rausgefunden, dass es ein Bier gibt, das diesen Namen trägt. So, dann stürzen wir uns jetzt wieder in Runde 2. Bitte sehr, Nico. Weiter geht's. Mr. Nico, Outlast, Teil, wie auch immer. 2. Ja, das ist Tag 2. Ja. Wir sind gut im Rennen. Okay. Ab in den Keller. Moment. Achso, hier war der letzte. Wir müssen uns eindenken. Rein in den Schrank. Ja. Oh, jetzt gehen wir mal in den anderen. Ja, vielleicht öffnet er den dann oder er öffnet den anderen. Mal gucken. Vielleicht Try and Failure. Also musst du wahrscheinlich in dem Schrank jetzt gekillt werden, damit du in den anderen gehst. Ja, oder sie haben es extra so angepasst, dass er nur den öffnet, wo man nicht drin ist. Schauen wir mal. Wir werden es rausfinden. Oh, ich hab Angst. Nee, er öffnet immer den Schrank, wo man nicht drin ist. Okay, jetzt. Phew. Dass das so bleibt, bezweifle ich. Oh Mann, wenn der uns in die Finger kriegt. Du hast vergessen, das zu filmen. Das letzte Mal hast du es gefilmt, da hat er irgendwas aufgezeichnet, irgendeine Notiz. Oh oh, da ist er noch. Ah! Oh oh, ich komm nicht in den Schrank. Oh oh, oh, okay, das war's. Das war's. Ein Hit von ihm und wir sind down. Yes. Wieso ist der zurückgekommen, Mann? Beim anderen war er nicht zurückgekommen, was soll. Du bist vielleicht zu früh raus. Ab in den Schrank. Ja, wir können das Ganze auch mal filmen, schauen wir mal. Das kostet übrigens keine Batterie, wenn wir nur den Camcorder anhaben. Fällt mir gerade mal auf. Achso, das ist ja, das ist mir vorhin schon aufgefallen. Die Nachtsicht kostet wirklich Batterie. Und zwar ziemlich viel sogar. Okay. Warten wir mal ein bisschen länger. Auf geht's. Okay, muss rein. Ja, ich würde sagen, jetzt kannst du raus und mal nachschauen. Das ist die Schranktür offen. Raus jetzt, der ist weg. Ja. Bierman und sowas. Dann nehmen wir schnell runter in den Keller. Oh Mann, ey. Ich hab Schiss. Ich bin einfach hier weiter filmen. Ja. So, jetzt sind wir hier im Keller und ja, schauen wir mal. Ich glaube, da brauchst du einen Schlüssel für. Wo kriegt. Ah, okay, hier ist es. Wieso muss das alles da drin sein? Eine Akte. Mein Part. Oh. Betreff: Hypnotische Experimente und Forschung. 10. Februar 54. Oh, ein bisschen älter. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Erstens, es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, in Klammern Finger zeigt, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jegliche Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen, hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern.
Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berührte oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie schritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Ich hab Angst. Okay. Oh. Was? Wo? Also der Batterieverschleiß ist ja enorm hier. Ah, viel zu große Räume. Oh, eine Leiche. Also, ah, das ist der Generator, oder? Ach stimmt, wir müssen den Generator anschmeißen. Aber irgendwie kann man hier nicht interagieren. Ah, würde ich sagen, ja. Ich werde über den Gaspump an und zählen. Okay. Können wir das hier machen? Ich glaube, du musst erst die Gaspumpen finden. Gaspumpen, ja, puh. Dann suchen wir die mal. Keine Ahnung, wo die sind. In einem anderen Raum würde ich jetzt vermuten, einfach. Geh hier doch mal durch. Nächster Raum. Ah, hier steht was. Ah, kommt mal raus. Müssen noch irgendwo Batterien rumliegen. Ich meine, wenn die leer sind, dann sind wir wirklich aufgeschmissen. Tja, ich war es nicht, der hier die Batterien permanent gewechselt hat. Allerdings können wir, glaube ich, maximal nur wirklich 2 Batterien mitführen. Wow. Oh oh. Ich glaube, der Dicke kommt. Ist da ein Schrank? Da war doch ein Schrank, oder? Nee. Was muss man da hin? Die Frage ist halt, ob der jetzt in den Raum kommt. Oh, ich glaube es nicht. Oh, da ist was reingelaufen. Ja, der schaut auch nicht so friedlich aus. Der hat irgendwas in der Hand. Oh, was war das? Ist er weg? Ich hab Angst. Hier war keine Mietzkatze. Also, weiter. Das ist dir überlassen. Zur Batterie ist der, ne? Schleichen hier mal. Ist das, der hier ums Eck noch steht? Das ist ziemlich hart, muss ich sagen. Das ist die Batterie leer. Der Wechsel. Oh, oh, da ist er. Du musst, glaube ich, in den zweiten Pumpenraum. Ich bin noch nicht so viel lang. Ich will die Tür schließen. Wieso haut er die Türen immer nur zu? Das ist nicht so gut. Okay, da kommt das bestimmt auch hierher. Schrank, Schrank, Schrank. Meinst du, der kommt hier rein? Ja. Ja, schon. Okay. Tritt die Tür ein. Ah, da ist er. Da ist er. Oh oh. Er geht an den Schrank. Also keine Ahnung. Im Real Life, glaube ich, würde ich mir irgendwas schnappen und das dem einfach drüber ziehen.
Er wird es dir wegnehmen und dich mit seinem Ding verprügeln. Wahrscheinlich. Ist er weg? Ich weiß es nicht. Ich versuche mal Spaß haben, mit der Batterie umzugehen, aber irgendwie klappt das nicht. Ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Du musst auf jeden Fall den Generator jetzt einschalten. Okay, wo ist der Hauptschalter? Wahrscheinlich in einem anderen Raum. Ah, rechts, die Tür war doch zu, oder? Da. Oh, hau ab, hau ab, hau ab. Alter, versteck dich irgendwo. Ich glaube, er hat uns. Lauf, Mann! Steh rauf, lauf und lauf irgendwo hin! Oh, er hat uns! Alter, dass du dich aber auch nirgendwo versteckst! Ah, ich kann nicht! Ich check überhaupt nichts mehr! Nur zur Batterie! Oh, wir leben mal! Alter, Alter! Warum hast du dich nicht hinter einem Regal versteckt? Keine Ahnung. Oh shit. Oh shit, wo sind wir? Oh, ganz am Anfang. Okay, aber jetzt musst du ein bisschen sparsamer mit der Batterie sein. Du weißt ja jetzt, wann die kommen. Ah, okay, guck mal, hier ist ein Plan. Wir befinden uns jetzt hier. Wenn wir hier reingehen, haben wir die Pumpenräume und das ist der Hauptschalter. Okay, alles klar. Okay, kannst du wieder ausmachen? Ah, okay, der Raum war nämlich zu da links. Ja. Okay, kannst du wieder ausmachen? Ich bin jetzt hier dein Energiesparmanager. Wir verstecken uns mal hier, weil da kommt er. Richtig? Müsste, ja. Das ist doch wirklich zeitintensiv, wenn man da so lange warten muss. Wo bleibt der? Das kennen wir alles schon. Schicken Timo Hund. Jetzt, ja. Oh. Wo ist der jetzt hin? Warum tut er das? Raus. Geh wieder zurück in den Raum, geh wieder zurück. Alter, versteck dich hinter dem Fass, versteck dich hinter dem Fass. Lauf nicht. Oh oh. Okay, also die laufen nicht immer dieselben Routen, das ist echt geil. Also wenn man da Geräusche von sich gibt, dann kommen die auch wirklich. Ich würde kurz warten. Ist immer ein gutes Film. Oh, da steht er. Mach doch die Kamera aus. Was soll das hier umdrehen?
ab in den Schrank. Würde ich sagen, ja. Was? Oh oh. Mach raus, ja. Du Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wann er jetzt weg ist, oder. Okay, er öffnet gerade den Schrank. Wieder ein Geist. Ziemlich krass, was hier abgeht. Ist er weg? Ich würde einfach noch ein bisschen warten. Du musst ja auch nicht unbedingt die Kamera anmachen, glaube ich. Wollen wir? Deine Entscheidung? Im Notfall rennen wir rüber in einen anderen Pumpenraum und verstecken uns wieder in einem Fass. Okay. Oder im Notfall, jetzt wenn der gleich wiederkommt, renn einfach hier rein, versteck dich im Schrank. Deine Batterie ist gleich leer. Ja. Eine Ersatzbatterie haben wir noch. Fuck. Nein! Oh. Aua, lauf einmal um die Pumpendings oder ja, versteck dich im Schrank. Alter. Wie sollen wir da an dem vorbeikommen, Mann? Vorher gesagt, kommt der jetzt hier in den Raum rein, hat er uns gehört? Ich würde sagen, ja. Ja, da war er. Der ist direkt neben uns. Fuck. Boah, ist das heftig. Okay. Ja schon. Jetzt husch rüber, oder? Wenn er sich umdreht, sobald er sich umdreht. Links, go, 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 beeil dich, deine Kamera ist aus. Er hat uns nicht gesehen. Ich muss Batterie wechseln. Ist jetzt hier der Generatorraum oder? Also der Hauptschalterraum? Okay. Nee, ich glaube der ist nebenan. Und hier hoch? Nee. Schiss mal. Man weiß ja wirklich nicht. Ich glaube da kommt er nicht rüber über diese Barriere. Okay, probier's aus. Oder auch nicht. Scheiße, man ist mit der Batterie so hart. Aber hier, laut Plan, war das hier. Okay, egal, wir schon weiter. Hier war nichts im Raum und dann geht's hier entlang. Oh, das ist cool gemacht. Das ist doch wieder da, Electric Room. Wir, dass in diesem Electric Room auch ein paar Batterien sind. Lass uns was sehen. Mach doch mal aus. Okay. Aber warte, mach mal. Ja, siehst du die Batterie. Sehr schön. Okay. Wir verstecken uns lieber, oder? Ja, ich würde sagen, da ein Schrank rein, oder? Ist es ein Schrank gewesen? Hinter dir? Da, Spinde. Lauschen, wo wir es hören. Ja. Da ist er. Aber ich glaube jetzt, ich weiß, was die bei der GameStar, glaube ich, hatten sie es geschrieben, dass nach längerem Spielen die Gegner ziemlich vorausschaubar sind. Ich glaube, das ist dieses, wenn du zwei Spinnen hast,
und dich in einem versteckst, dass quasi dann er immer in den anderen schaut. Also dass du im Spind quasi richtig sicher bist. Kann gut sein. Mal schauen, ob das so, ob sich das so hält, aber es wäre schade eigentlich. Aber es wäre natürlich auch ein bisschen fies, wenn du, wenn du, wenn du dann halt aus dem Schrank geholt wirst, ne? Also ein Zufallsprinzip wäre schon irgendwie cool. Ich meine, wäre ja, wobei das läuft dann eher mehr so auf Try and Failure, ne? Ja. Oh Mann, ich sehe das blinkende Batteriesymbol und wollte gerade ein Netzteil holen. Oh, oh, fuck. Ja, dahinter oder so. Oh, oh. Ich hab keine Batterie mehr. Nicht bewegen. Oh. Alter, Latz. Oh. Scheiß die Wand an. Lad nach. Also, obwohl wir hier zu zweit sind und das schon einiges von der Atmosphäre ein bisschen abnimmt hier, ne? Also wir schauen da in so eine komische leuchtende Lampe und so, also ja, man ist trotzdem noch ziemlich angespannt. Was machst du? Wo müssen wir hin? Oh! Lauf einfach, lauf, lauf, lauf! Wieso krieg ich denn? Das ist schlecht gemacht, dass man, wenn man auf Sprinten klickt, dass er dann nicht aufsteht und gleich weiter rennt, sondern man muss erst Steuerung drücken, um aufzustehen und dann wegsprinten. Das ist ein bisschen scheiße. Ja, okay. Boah. Vom Anfang. Ah, vom Anfang. Okay, die Speicher, ja. Also bei den Speicherpunkten müssten sie in meines Erachtens auch noch ein bisschen nacharbeiten. An dieser Stelle machen wir eine kleine Pause, denn wir wollen euch ja nicht langweilen mit immer derselben Stelle. Und es ist bestimmt auch nicht spannend, wenn ihr mal seht, wie wir auf dieselbe Art und Weise sterben. Wir schalten dann in der nächsten Episode wieder rein, wenn wir diesen Part quasi durchhaben. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit immerhin noch gefallen. Ihr bleibt dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!